Vor 50 Jahren hat die Geschichte des Audi A6 mit dem Audi 100 begonnen. Das Auto wurde unter der Leitung von Dr. Ludwig Kraus im Geheimen entworfen, trotz Entwicklungsverbot. Als VW-Vorstand Heinrich Nordhoff dann bei der Abnahme langsam um das Auto herumlief, hätte die Spannung kaum höher sein können. Und dann sagte er die Worte, die Audi zu dem gemacht haben, wie wir es heute kennen. Ein schöner Wagen. Ein sehr schöner Wagen. Grünes Licht zum Bau dieses Wagens. 50 Jahre später enthüllen wir die 8. Generation. Meine Damen und Herren, der neue Audi A6. Der neue Audi A6 ist extrem vielseitig und vollkommen digital bedienbar. Es gibt eine große Auswahl an Assistenzsystemen für zusätzlichen Komfort. Und sportliche Gene hat er natürlich auch. Der A6 ist wirklich der Allrounder der Business-Klasse. Im Innenraum gefällt mir am besten, dass alles komplett auf mich zugeschnitten ist. Und alles ist individualisierbar. Bis zu 7 Fahrer können ihr eigenes Profil speichern. Wie beim Smartphone kann das Display auf die eigenen Wünsche angepasst werden. Alles kann auf die gewünschte Position geschoben werden. Ein weiterer kleiner Kniff ist die Sprachsteuerung. Es ist zu warm hier drin. Welche Temperatur möchten Sie gerne einstellen? 19 Grad. Ich senke die Temperatur auf 19 Grad. Perfekt. Das reduzierte Geräuschniveau ist sehr angenehm. Und sonst? Extrem komfortable Sitze, Klimaanlage mit Ionisator und genug Kopffreiheit für ein Basketballteam. Und es sind die kleinen Details zum Verlieben. Es ist dunkel, ich kann den Sicherheitsgurt nicht gleich finden. Oh, da ist er ja, gut beleuchtet. Augen sagen einem alles. Diese pulsierende Living- und Homecoming-Lichtsignatur gibt einen Vorgeschmack auf die Identität des A6. Sehen Sie sich das Heck an. Die einzigartige Lichtsignatur vereint sich perfekt mit der Karosserie. Und die dreidimensionale Chromleiste sieht nicht nur toll aus, sondern macht das Auto auch breiter, tiefer und dadurch kraftvoller. Schauen Sie her, rasiermesserscharfe Kanten überall. Alle Details sind absolut präzise designt. Und am Heck des Autos die Rückkehr des Quattro-Blisters. Ich liebe es. Alles schreit förmlich nach Kraft und Leistung. Also, wie können wir den neuen A6 zusammenfassen? Ich würde sagen, das Fahren in der Business Class hat sich deutlich weiterentwickelt. Das Auto ist atemberaubend. Es ist wirklich ein schöner Wagen. Ein sehr schöner Wagen. Und eines ist sicher, es ist ein Auto, aus dem Sie nicht mehr aussteigen wollen. Okay, cut. Martin? Martin, get out of the car.